Können wir vielleicht etwas üben? Aber natürlich. Kannst du meinem Pferd neue Sachen beibringen? Nein, kannst du nicht. Schon durch? Gut, dann nicht. Ja, ich bin fertig. Ciao. Nun muss ich gehen. Auf bald. Du musst immer mal mit deinem Raben sprechen. Das mögen sie gern. Oh, okay. Das Pferd. Na, bei mir läuft es so ruckelig auch. Obwohl ich eine GeForce 1060 6 GB habe. Keine Ahnung, wieso es nicht laufen will auf dem aktuellen. Okay. Ah, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Saufen! Nacht, Ava. So. Ich bin mal im Lurk. Ja, viel Spaß. Hallo Quest. Wir sind fertig. Pitch-Quiz-Punkte. Zu hell. Kann fliegen. Wolken hindurch. Oder Zuckerwatte. Willkommen zurück. Dein Gesicht strahlt und deine Augen scheinen klar. Sag mir, was du gesehen hast. Ich war in Asgard, dem Sitz der Götter. Ich sah durch Odins Augen, ich besprach mich mit Loki, ich fürchtete den Beginn von Ragnarök, mehr kann ich nicht sagen. Ich besprach mich mit Loki, dem Trickreichen. Wir stritten oft, wie Geschwister, doch unsere Kämpfe wurden ernster. Und als ich erfuhr, dass er ein Wolfskind gezeugt hatte, war mein Zorn grenzenlos. Weil er diese Wahrheit vor dir verborgen hatte? Ja, er wusste, dass Wölfe in Asgard nicht gestattet waren. Er widersetzte sich meinem Befehl. Vielleicht solltest du es deswegen sehen. Es sollte dir helfen, deine innere Angst zu überwinden und Vergebung zu finden. Mag sein, aber bevor meine Vision endete, überkam mich eine Entschlossenheit. Ich erdachte einen Plan. Eine Reise nach Jötunheim. Und dann erwachte ich. Interessant. Gab es noch etwas? Ich sah durch Odins Augen, wie du gesagt hast. In jeder Vision nahm ich seine Gestalt an und lebte wie er einst. In seinem Körper war ich ich selbst. Doch ich wurde von seinen Launen getragen. Ich las seine Gedanken wie meine eigenen. Wir waren zwei, aber existierten als einer. Und was hast du erfahren? Mehr als alles andere habe ich gefühlt. Ich habe alles gefühlt. Seine Ängste, Zweifel, seine Liebe und Leidenschaft. Unglaublich. Was noch? Eine Prophezeiung. Sie warnte vor Ragnarök, der Zerstörung der Welt, dem Ende der Zeit. Und die Nornir. Sie warnten mich vor dem Fenriswolf,
weil er gierig nach meinem Blut dürstet. Doch da war noch etwas. Hoffnung. Ich schritt dem kommenden Ende unerschrocken entgegen. Vielleicht spricht dieser Teil deiner Vision von Mut. Du wurdest wirklich von den Göttern berührt. Was noch? Sonst gab es nichts, das wichtig gewesen wäre. Der Traum ist verblasst. Eva, deine Visionen sind anders als alle, die ich kenne. Geh jetzt. Ich muss über das, was du gesagt hast, nachdenken. Okay, genial. Genau vor dem Ende der Quest. Ja, ich sollte mal aufwachen. Und nie wieder hingegangen. Boah, ich kann das nochmal so aufnehmen. Geil. Muss hier hin? Hey! Hallo? Auch da. Ah, die hatte mir doch eine neue Quest gegeben. Redet Maximilian über die 8. Das war das? Ja, nee. Hier. Nachdem eine Traumwelt erkundet wurde, ist es an der Zeit, sich in die nächste zu stürzen. Sammle Pflanzen für Valkas nächsten Trank. Okay. Codex-Seiten. Ja, Tour, könnt noch mal gucken. Was ist die denn? Oh, da ganz unten! Ja, noch gar nicht. Das machen wir, wenn wir... Wir müssen das ja wahrscheinlich eh übernehmen irgendwann. Da. Okay, dann... Best. Aber, hier sind wir dran. Randvi wollte einen Ausflug, Randvi kriegt einen Ausflug. Das ist die nackte Pferd, ey. Ich hoffe, das kriegt wieder Haare. Hey, hallo, wie geht es dir? Hey, na? Gutes Wort. Wir haben mittlerweile so viele Tiere in den Dorf, ins Dorf reingeholt. Fuchs, Wolf, Katze. Die Hunde waren schon. Guten Tag. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ja. Gönn dir eine Pause, Randvi. Brechen wir nach Grantabrücksch hier auf und holen dich aus diesem muffigen Raum raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde. Also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir etwas Bewegung. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Folge mir. So. Gehen wir nochmal hin? Ach ja, gerade wohl. Grantabrücksch hier. Was? Grantabrücksch hier. So, jetzt hab ich's. Heute nehmen wir nicht das Langschiff. Wir machen einen Ausflug zu zweit. Ist das ein Problem? Keineswegs. Solange der Wind mich umweht und die Sonne mich kitzelt, ich verbringe viel zu viel Zeit im Langhaus. Wir werden... Stopp. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich muss. Hier lang. Oh. Irgendwo rüber? Zufällig. Nicht von meiner Seite. Wir müssen, um nach Grantabrücksch hier zu gelangen. Falls du einen besseren Weg kennst, lass nur hören. Schwimmen steht nicht zur Auswahl? Schwimmen? Ich weiß nicht. Ist das ein Scherz? Ein Boot oder ein Pferd gehen auch, aber ich habe auch nichts gegen die gute alte Art. Okay. Dann. Schwimmen. Oder so. Richtig? Ach du Heilige.
Okay. Ausflug, Ausflug, Ausflug. Da führt die Brücke rüber. Das heißt, wenn ich jetzt einfach hier runter gehe, geradeaus über den Fluss, dann können wir zu dem anderen über die Brücke. Okay. Puh, wir kriegen hin. Da ist der Fluss. Steg! Dieses Wasser riecht seltsam. Man gewöhnt sich daran. Ich hoffe, das muss ich nicht. Du wolltest schwimmen. Jetzt in die Richtung von der Quest. Wo ist denn das? Da, da. Okay. Komm wieder raus. Viel Spaß euch noch. Ja, dir auch. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Hähnchen. Bis zum nächsten Mal. Jo. Na, riecht hier immer noch komisch. Warum redest du nicht mit mir? Talk to me. Hey da, was geht? Oh, wir müssen hier hoch. Hier in einem See schwimmen gehen? Da ist ein See. Da ist auch ein See. Hier ist es wirklich schön. Ich war noch nie so weit östlich der Siedlung. Ist das nicht furchtbar? Hältst du Sicherheit für furchtbar? Tag um Tag so eingepfercht zu sein und die Geschichten von dir und deinen Kundschaftern zu hören, ohne es hier selbst zu sehen. Bei den Göttern, riechst du das? Die Erde, die Luft. Es ist so schön hier draußen. Jetzt redet sie, wo ich mich beschwert habe. Wow. Red ruhig mehr. See. Ah, da hinten ist der Fluss. See, Fluss, See. Da hat noch ein Stückchen. Ich hab gehört, sie mag schwimmen. Und der Fluss hat hier zu sehr gestunken. Wie?
Nase. Können nicht außen rumlaufen. Wir müssen hier durchschwimmen. Ja, oder vielleicht auch durchlaufen. Aha! Ja, super da. Ja, na sehr. Ah, böse Nase. Da war noch eine Brücke, oder? Oh, da hinten. Ja, wir folgen gleich den Weg ein bisschen. Ist besser. Ist in Ordnung. Du hast mir einen Gefallen getan. Vorsicht, Randvi. Habe ich so lange nur am Tisch gesessen, dass du vergessen hast, wie ich mit dem Schwert umgehen kann? Ja. Randvi, die Zerstörerin. Ich sollte dir einen Platz auf meinem Langschiff freihalten. Ja. Das macht es. Haha. Kämpfen. Ups. So, wo ist unten? Ist ziemlich egal. Ich will die Wälder hier foltern. So fette Bäume. Die man so gut hochklettern könnte. Außer Eva. Eva kann das. Müssen auch bald bei der Brücke sein. Glaube ich. Hey Randvi, kannst du noch oder brauchst du eine Pause? Eivor, dort. Was ist das? Hierher zog sich das Sommerheer zurück, als Grantabrück verloren war. Sie haben die Stadt offenbar vollends umgesiedelt. Ja, in der Tat. Ich kenne die Karte dieser Gegend nur zu gut. Doch es selbst zu sehen, lässt es erst wirklich lebendig werden. Ein römisches Wunder. Diesen Ort werde ich so schnell nicht vergessen. Ob ich mit ihr an mehr Orten hätte vorbeigehen sollen? Ich fand die Wälder aber schöner. Hey. So, die Brücke ist da drüben. Hey Randvi, wir sind fast da. Guck mal, Schafe. Meh. Meh, ihr Schafe. Mäh doch selber. Wow. Mäh.
Habe ich und jetzt? Hey Randvi, wir könnten Urlaub spielen. Ich hab dich schon platt gemacht, jetzt bist du dran. Da wären wir. Willkommen in Grantabrück. Wir sollten uns direkt zum Langhaus begeben. Es ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Urig, holzig, wunderschön. Und alles sieht so neu aus. Unter Somas Führung hat das Sommerheer dieses kleine Dorf zu einer großen Stadt wachsen lassen. Sie brauchten einen Handelsknoten nahe London und sie wollten einen Ausgangspunkt für Überfälle in Westsexe bauen. Wirklich beeindruckend. Und es gibt ein paar außergewöhnliche Bauwerke. War ich nicht. Ach so.